Der ZF-Praxistest, Deutschlands einziger Autotest, bei dem wirklich Volkes Stimme entscheidet. Die 10 besten kompakten Diesel-SUVs müssen sich Offroad und Onroad dem Urteil von 10 Lesern der Zeitschrift Autotest stellen. Heute der Ford Kuga. Erhöhte Bodenfreiheit, Allradantrieb, der Ford Kuga ist ein waschechter SUV. In den 2 Jahren seiner Existenz hat er sich aber vor allem einen Ruf als Kurvenkünstler zugelegt. Die Leserjury von Autotest darf sich also ganz besonders auf den Handlingkurs freuen. Mit dem Kuga ist Ford ohne Zweifel ein echter Hingucker gelungen, der mit seiner Optik Männer wie Frauen anspricht. Während es im Fond etwas knapp zugeht, bescheinigen die ZF-Praxistester vorne exzellente Platzverhältnisse und zudem einen makellosen Qualitätseindruck. Auch vor Schotter und Schlamm muss der Kuga-Fahrer nicht zurückschrecken. Die Traktion ist gut, das Fahrwerk steckt so ziemlich alles klaglos weg. Der Ford Kuga, der hat mich sehr überrascht. Dass er sich wirklich so gut durchs Gelände fressen kann, sag ich mal, und dass er doch so viele Fähigkeiten hat. Dazu zählen wohl auch die Nehmerqualitäten und die Unempfindlichkeit gegen Geröll und Dreck. Auf dem Handlingkurs kann der Ford echte Stärke zeigen. Fahrwerk, Lenkung, Agilität in allen fahraktiven Disziplinen erhält der Kuga Bestnoten und liegt fast auf Augenhöhe mit dem BMW X1. Einziger Wermutstropfen das knappe Platzangebot im Fond und im Kofferraum. Das Gepäckabteil ist wenig praxisgerecht. Wäre eigentlich angenehmer, man hätte hier eben eine Ebenerdigkeit rein, dass man immer Sprudelkästen oder anderes reinhebt, nicht hier gleich die ersten Kratzer sehen und dann auch noch der Absatz, macht es etwas schwieriger. Es fehlt nicht viel und der Kuga hätte es ganz nach oben aufs Treppchen geschafft. Aber auch Platz 3 von 10 ist ein Riesenerfolg. Lang, länger, am längsten hat es bei Ford gedauert, bis man auf die Idee eines kompakten SUV kam. Aber der Kuga lag 2009 sogar auf Platz 3 der SUV-Zulassungsstatistik. Also hat er es auch in die Top 10 beim ZF-Praxistest geschafft. Und bei einem war sich unsere Leserjury einig. Im Kuga kann man richtig Spaß haben.